Ne, wir brauchen einen Liquid Transposer. Mist. Okay. Wir brauchen einen Liquid Transposer. Hoppala, was habe ich da geschrieben? Liquid Transposer. So. Translocator? Was? Moment. Was haben wir denn jetzt hier bei Liquid für Rezepte? Liquid Fueled Boiler Firebox? Nein. Liquid Loader, das ist alles Railcraft. Liquid Router ist Mine Factory? Hä? Magma Crucible. Und das brauchen wir in einem Fluid Transposer, nicht Liquid Transposer. Haben sie umbenannt. Hieß mal Liquid Transposer. So. Fluid Transposer. Da ist er. Auch wieder ziemlich einfach. Oh je, wir brauchen ein Bucket dafür. Gar nicht gut. So, ein Bucket. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen. Gut, also, dann gib mir mal noch ein Machine Frame. Und noch eine Redstone Reception Coil. Und dann haben wir es auch schon. Da ist der Fluid Transposer. So, jetzt ganz blöd. Der braucht von hinten Strom. Weil, also wir haben hier eine Wand mit Maschinen. Voll geil eigentlich. Aber der wird von hinten seinen Strom brauchen. So. Der nimmt es von links. Mist. Okay, jetzt müssen wir das umkonfigurieren. So, okay. Das Orange geht jetzt nach rechts, wird reingefüllt in den hier. Okay. Braucht er überhaupt Strom? Ja, der braucht Strom, um den zu befüllen. Okay, dann werden wir die hier alle ausschalten. Die brauchen wir nicht, die anderen Ausgänge. Wir brauchen nur den Eingang. Okay. Toggle empty, toggle fill. Ja genau, der soll in dem Bucket geleert werden. So, wird er auch tun, sobald er Strom hat. Dafür werden wir ihm aber erst einmal Strom geben müssen. So, gehen wir mal kurz hier raus. So, mit dem Zaun muss ich mir auch noch was überlegen. Und da ist er. Gut, der bekommt jetzt hier auch rückwärtig seinen Strom. So und so. Wunderbar. Der hat jetzt seinen Strom. Man sieht es schlimm aus mit diesem Kabel hier von hinten. Ich weiß aber nicht so recht, wie ich das ändern soll. Wie ich das regeln soll. Und der hat den befüllt mit Gelid Cryotherium Dust. Compression Dynamo Coolant. 4 Mega Redstone Flux. Das ist ganz schön viel. 4 Mega Redstone Flux. Meine Fresse. So, und jetzt gehen wir hier hoch und machen hier den Block kaputt. Keine Angst, alles kein Problem. So, und dann geben wir in den Block da drunter dieses Gelid Cryotherium rein. Natürlich da drunter, weil wir ansonsten, wenn wir den Block reinsetzen, diese Flüssigkeit wieder löschen würden. Meine Güte. So, ihr kriegt schon noch auf den Sack, keine Angst. Ah, vielleicht sollte ich diesen dummen Baum doch fällen. Dann könnten hier unten keine Zombies mehr am Tag überleben. Warum hält denn der so viel aus? Mist! Alter, ich glaube, ich brauche einen Bogen. Aber was soll ich denn tun? Ich meine, ich habe praktisch keinen Platz mehr in meinem Inventar, um einen Bogen unterzubringen. Ihr versteht, was ich meine? In meiner Hotbar habe ich einfach keinen Platz mehr. So, du blödes Skelett. Ah, so. Da ist er dann auch gleich verbrannt, ne? Da fühlt er sich ganz schön schwach. So. Gelid Cryotherium. Oh nein! Ah. Guck mal, das bleibt nicht da oben. Alter, das fließt richtig runter. Boah, das ist ja mies. Okay, wir werden anscheinend doch sehr viel mehr brauchen, als wir dachten. So, jetzt ist auch schon wieder kein Strom mehr vorhanden. Nein, nicht da rein wollen wir. Jetzt auch kein Strom mehr vorhanden, wir machen einfach alles rein. Weil der nicht mehr läuft hier. Das heißt, der Buffer ist eigentlich... Ach nein, Quatsch, der Buffer funktioniert gar nicht, weil wir den Block oben abgebaut haben. Das heißt, der Reaktor funktioniert momentan gar nicht. Okay, machen wir wieder... Quatsch! Gib mir die wieder, wehe, du fällst da rein. Ach, gut. So, jetzt ist es wieder ein Block, jetzt läuft er wieder. So. Also, jetzt wird das wieder funktionieren. Magma Crucible, und er wird hier munter die Eimer füllen. Wirklich blöd, dass wir nur einen haben. Jetzt müssen wir ständig hier den... ständig wieder reingehen. Na gut, was passiert denn jetzt, wenn ich hier noch einen Eimer draufsetze? Wo landet denn der denn? Oh!
Guck mal, alles eingefroren. Alles eingefroren, weil das Zeug so kalt ist. Das ist ja auch geil. Sehr coole Sache. So, ich denke mal, da drin schwimmen wird keine gute Idee sein. Ich habe aber eben einen Block dran verloren. Okay, also wir müssen wirklich 3 pro Platz machen. Das heißt, wir müssen... Boah, scheiße. Donnerwetter. Okay, einen Block habe ich ja jetzt verloren. Wir müssen uns noch ein Casing holen. Ich glaube, da haben wir aber noch eins, oder? Nein, wir haben nur noch Reactor Glass. Okay, dann müssen wir da rein. Hilft dir jetzt alles nichts. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh weh, hoffentlich sterbe ich nicht. Oh weh, da ist schon wieder überall Eis. Hoffentlich sterbe ich nicht. Hoffentlich sterbe ich nicht. Oh doch, ich sterbe. Ich sterbe in dem Zeug. Oh nein, ich komme nicht raus. Boah, gerade so. 4 Blöcke habe ich jetzt. Mist. Es sind genauso viele wie... Ah, Mist. Der wird kaputt gegangen sein da drin, war der Block. Oder nee, der wird da hingeflossen sein, in die Ecke. Hier vorne hin wurde der hingespült. Warte mal, ich esse erstmal was. Meine Fresse. Erstmal was essen, damit wir uns wieder heilen. Und dann gehen wir nochmal schlafen. Blöde Zombies. Uah. Na gut, komm rein. Komm schon rein. So, gute Nacht. Ich war schneller als der Zombie, der da angekommen ist. Ja, ich war schneller. Na komm schon her, was soll's. Ah, stirb. So, und jetzt machen wir hier mal auf. Und da. Na, ist er mir entgegengekommen? Ich glaube nicht, wa? Nee. Immer noch nur 3 Reactor Casing. So, ach. Machen wir zu. Und dann machen wir die beiden Blöcke. Ach, jetzt habe ich noch einen verloren. Das ist ja toll. Mann, wieso verliere ich denn so viele Blöcke auf einmal? Das finde ich jetzt aber gar nicht cool. Oh nein! Und jetzt kann ich... Oh nein. Ah, Gott. So. Na schön. Dann werden wir halt... Oh nein, verdammt. Ich komme jetzt nicht mal an meine... An meine Blöcke ran. Oh Mist, was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht an meine... Oh, scheiße. Ich komme nicht an meine Energy Cubes ran. Ich komme aber auch nicht an mein Solar Panel ran. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich habe noch ein bisschen Luft. Was ist denn auf dem Mond? Ist da irgendwas, was mir hilft? Ist da irgendeine Stromgeneration? Nee, hier ist nichts, was Strom generiert. Oh, verdammt. Mist, was mache ich denn jetzt? Ich komme an meine Materialien nicht ran. Und ich habe anscheinend nicht genug Blöcke, um hier wieder alles zuzumachen. Aber warum habe ich nicht genug Blöcke? Das verstehe ich nicht. Das scheint es kaputt zu machen, ne? Das macht die Blöcke kaputt. Voll uncool, Mann. Das finde ich ja gar nicht schön, dass er die Blöcke kaputt macht. So, Dirt kann weg und Red Shoe Jelly kann weg. Boah. Sehr unschön. Der macht die ganzen Blöcke kaputt. Weil jetzt hätte ich ihn auf jeden Fall aufgehoben, aber ich habe ihn nicht. Ah, Mist. Ja. Mist, Mist, Mist. Also. Wir haben hier ein Reactor Casing. Und da haben wir noch ein Reactor Casing. Und hier haben wir ein Reactor Glas. Ja, und an das andere komme ich nicht ran. Da haben wir einen Reactor Controller und den Output. Ja, und jetzt fehlen mir 2 Blöcke. 2 Reactor Blocks fehlen mir. Kann ich den beschummeln? Wahrscheinlich nicht. Mist, verdammt. Boah. Okay, wisst ihr was? Notfall. Das gibt's doch gar nicht. Wir geben uns 2 Reactor Casings und fügen die hier ein. Wir wollen ja, dass es weitergeht, nicht wahr? So, 2 Reactor Casing. Das läuft wieder. Und dann gib mir mal hier 2 Reactor Glass. Die werden wir löschen. Weg sind sie. So, meine Fresse. Also, da muss man wirklich aufpassen. Das verfluchte Zeug ist sehr aggressiv. Was ist denn jetzt mit meinem Eimer? Sag mir nicht mein... Nein, da ist mein Eimer. Meine Fresse. So. Füll ihn. Bam, voll ist er. Gut,
Da gehen wir jetzt wieder hoch und werden da noch mehr einfüllen. Wir brauchen also 3 pro Stelle, das heißt, wir brauchen 24. Boah, meine Fresse. Ah, wieder nicht gekriegt, das ist doch nicht wahr. So. Ah. Das ist doch alles nicht wahr, oder? So, gehen wir mal hier. Reactor Glass. So. Okay. Dann wollen wir uns mal... Dann wollen wir den mal wieder stopfen. Erstmal. Und wir machen uns noch mehr Reactor Casing. Weil das ist mir jetzt echt zu riskant, ehrlich gesagt. Was, ich habe kein Iron mehr? Verarsch mich jetzt nicht. Verarsch mich nicht. Ich habe alles Iron aufgebraucht? Nee, habe ich nicht. Ah, ich habe alles Graphit aufgebraucht. Okay, das ist aber kein Problem. Da nehmen wir einfach nochmal einen halben Stack und hau den hier in den Redstone Furnace rein. So, alles kein Problem. Nicht alles an Iron verbraucht, das wäre es dann noch. So, Graphit. Okay, das sind unsere Notfallblöcke. Die werden wir jetzt dabei haben, falls das da wieder reinfällt. Weil eigentlich... Ach nee, nee, ist okay. Ist schon okay. Lass mich mal labern. So, wir holen uns hier jetzt noch mehr von diesem schönen Zeug. Oder, wisst ihr was, das ist relativ langweilig. Ich werde jetzt aufhören mit der Aufnahme und in der Zwischenzeit hier erst einmal, also ich werde jetzt hier alles mit diesem wunderschönen Zeug ausfüllen. Ja, da seht ihr, es fließt runter. Das ist ja eine dolle Sache eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so funktionieren kann. Naja, aber dadurch wird es halt alles noch viel teurer. Nur dadurch, dass es da runterfließt, brauche ich jetzt wirklich so viel von dem Zeug. Ansonsten wäre das ja gar nicht nötig gewesen, dass ich so viel davon hole. Aber gut, ist auch alles egal. Ich habe, glaube ich, das Beste rausgeholt, was möglich ist. Ja, einen werde ich noch brauchen. Das werde ich mal jetzt noch machen, um zu überprüfen, dass das auch richtig funktioniert. Nicht, dass irgendwie diese Fließmechaniken ein bisschen merkwürdig sind und es denn nicht korrekt funktioniert. Das werden wir jetzt überprüfen. Mit dem letzten Eimer müsste eigentlich alles da stehen bleiben. Ja, wunderbar. Perfekt, das funktioniert also. Das ist alles sehr schön. Dann werden wir erstmal das Spider-Ei löschen, damit wir das Glas hier aufheben können. Dann werden wir hier mal uns schön rüberbeugen und den... Oh nein! Das gibt's doch nicht! Froze to death! Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo ist mein Grabstein? Wo ist mein Grabstein? Obendrauf? Ja, mein Grabstein ist obendrauf. Wisst ihr, was jetzt übrigens passiert ist? Meine Galacticraft-Ausrüstung ist kaputt gegangen. Die fällt nämlich einfach so von einem ab, weil dafür kein Platz ist. Also, wieder mal was gelernt. Ja, oder nee, eigentlich haben wir überhaupt nichts gelernt. Ich habe zumindest nichts gelernt. Unsere Galacticraft-Ausrüstung ist kaputt. Das bedeutet, da können wir uns erst einmal etwas Neues bauen. Freude, Freude kommt auf. Wahrscheinlich bin ich selber schuld gewesen. Ja, ich bin selber schuld gewesen. Nicht nur wahrscheinlich, ich bin selber schuld. Tja, mit diesem verdammten Cryotherm, Gelid Cryotherm, hätte ich mich vielleicht besser nicht eingelassen. Das ist verflucht gefährlich, das verdammte Zeug. Aber gut, wie gesagt, ich habe nichts gelernt. Ja, das ist halt jetzt auch zerstört worden. Mein Bucket habe ich Gott sei Dank behalten. Aber gut, was soll's. Wir haben keine Galacticraft-Ausrüstung mehr. So traurig sehe ich jetzt leider aus. Aber gut, was soll's. Wir haben einen Reaktor gebaut. Und viel mehr haben wir eigentlich nicht geschafft. Aber es war ein großes Abenteuer bis dahin. Ich hoffe natürlich, zum nächsten Mal habe ich sehr viel mehr Bäume pflanzen können und habe viele Saplings bekommen, damit wir viele neue Welten erkunden können. Und dadurch, dass wir jetzt hier unsere Stromquelle haben, können wir auch bald mit Ars Magica anfangen. Ich denke mal, das wird das nächste sein, womit ich bei der nächsten Aufnahmeperiode anfangen werde. Weil das will ich wirklich machen. Das ist erstaunlicherweise ziemlich cool. Ich finde zwar Blood Magic noch ein bisschen cooler, weil es so finster ist, aber dazu kommen wir alles im Dark Age of Minecraft.
Dazu werden wir kommen, wenn wir mit Skyblocks fertig sind. Gut, das war es jedenfalls von mir, von InfiniX, von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf, wenn wir mit Ars Magica anfangen. Und dann zeige ich euch auch, wie dieses Gelid Cryotherm hier unseren Reaktor gekühlt hat. Wahrscheinlich ist die Effizienz dadurch nochmal besser geworden. Wir hatten ja jetzt 0,08 MB pro Tick. Oder 0,087 oder 84 oder sowas. Wir werden mal sehen, wird bestimmt noch weniger geworden sein. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Pesti, das war InfiniX. Tschüss und bis dann.